Das Forschungsinstitut ZEIT in Schwechat wird bei etlichen Projekten vom Seniorenzentrum und seinen Bewohnern unterstützt. Jetzt führte es dort einen international besetzten Workshop durch. And during this workshop we will show some projects dealing with active aging. Die Bevölkerung wird immer älter. ZEIT Raltec ist ein Forschungsinstitut, das vor 5 Jahren in Schwechat gegründet wurde. Es befasst sich mit Problemen der älteren Menschen. In einem Symposium im Seniorenzentrum Schwechat waren Experten aus aller Welt vertreten. Aktives Altern in Europa war das Thema. Das Projekt Aktives Altern in Europa oder Active Aging in Europe wird vorangetrieben ganz stark von einer Fachhochschule aus Finnland, und zwar aus der Stadt Tampere. Es wird finanziert mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds und dient dazu, auf der einen Seite verschiedenste Aktivitäten in Europa und im Speziellen in Finnland zu fördern, aber auch zu studieren, die einerseits Aktivierung älterer Menschen ermöglichen und andererseits aber auch Selbstinitiative-Projekte unterstützt, die ältere Menschen von sich aus vorantreiben, damit sie also selbst aktiv bleiben können. Im Rahmen dieses Projektes findet eine europaweite Vernetzung und Erfahrungsaustausch statt, und aus diesem Grund halten wir heute hier in Schwechat ein technisch-wissenschaftliches Workshop zu diesem Thema ab. Besonderes Aufsehen erregte das Projekt eShow. Der eShow ist ein Projekt, das seit Anbeginn des ZEIT-Institutes vorangetrieben wird. Der eShow soll dienen der Sturzprophylaxe und der Unterstützung von Training und Rehabilitation, um also vor allem damit Gesundung nach verschiedenen Erkrankungen, wie zum Beispiel Schlaganfall, Lähmungen nach Schlaganfall zu ermöglichen. Der eShow wird von uns zu einem Prototypen entwickelt und wird mit von Firmenpartnern weiter vorangetrieben und soll ab Mitte 2015 einer Vermarktung zugeführt werden. Die Voraussetzungen für dieses gelungene Projekt ist eine gute Zusammenarbeit mit dem Seniorenzentrum der Stadt Schwechat. Der eShow wurde bei uns im Haus getestet mit Mitgliedern des Seniorenbeirates. Im Turnsaal, da sind verschiedene Gangmuster aufgezeichnet worden etc. Und das Interesse war sehr groß von den Testpersonen. Aber auch ein Roboter wurde bereits umgesetzt und getestet. Der Roboter hilft und animiert ältere Menschen. Er kommuniziert mit den Personen, gibt Anleitungen zu Sport und Bewegung und wird so zu einem hilfreichen Partner der Senioren. Der Roboter war der Liebling der Senioren, also der ist am besten angekommen. Der Roboter macht so Bewegungsübungen vor und das motiviert natürlich sehr zum Mitturnen und zum regelmäßigen Gymnastik selber machen zu Hause. Ja, dazu ist er eigentlich gedacht. Beim Roboter ist darum gegangen, die Interaktion zwischen diesem Roboter und Senioren zu testen. Und es war so, dass sie die Senioren eigentlich dann so ein bisschen verliebt haben in den kleinen Nao, heißt er, ja. Und so, sie haben ihn auch mit dem Namen benannt und haben diese Tests sehr gerne gemacht, weil das natürlich auch mit viel Spaß und Unterhaltung verbunden war. Der Stadtgemeinde Schwechat ist es ein großes Anliegen, das Forschungsinstitut ZEIT Raltec finanziell zu unterstützen. Meine Zusammenarbeit ist also sehr wichtig, es ist ja doch mein Hauptbereich, ich bin ja auch für dieses Haus zuständig. Und dadurch ist auch jede Aktivität, die hier ist, mir wichtig.